Leute und willkommen zurück zu meinem Gameplay Albonimos Guacamole Super Turbo Championship Edition. So, wir machen jetzt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe euch das letzte Mal gezeigt, was am besten ist für den Anfang für Kostüme zu holen, den Polo Luchador. Und dass ihr dann den Endboss Calaca besiegen könnt, Diablos Anzug zu holen für die zwei Trophäen, die ihr dann kriegen wollt. Dann machen wir mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir wollten zum Forest gehen, zum Wald. So, jetzt sind wir im Chibo-Wald und da ist schon das erste Skelett und den müssen wir gleich mal fertig. Zack, so. Ich habe bei meinem vorletzten Video habe ich mit einem guten Kollegen mitgemacht, den Game Name. Ich schreibe später nochmal den Namen auf am Ende. Abonniert ihn. Cooler Typ. Wir werden auch noch öfters Videos machen. Und wie gesagt, ihr könnt mir ruhig sagen, über was ich auch noch Gameplays machen soll. Was für Videos ich machen soll. Ich kann alles Mögliche machen. So, und da sieht jetzt schon wieder so einen roten Balken. Den kann ich auch wieder nur öffnen, wenn ich die nächste Spezialfähigkeit habe. Ich bin so ein richtiger Luchador und da ist noch mein Grün, genau. Jede Farbe hat seine eigene Fähigkeit, das werdet ihr dann später sehen, wenn ich eine Fähigkeit habe. Oh, da ist schon der erste. Ja, ja, du Tigerverschnitt. Ich werde hier auch schon eine ungefähr den machen. Selbst vergessen, das Ding anzuziehen. Ja, und jetzt kommt erstmal ein tiefer Fall. So. Ich muss nach rechts. Am besten ist es, wenn ihr hier alles durchsucht, weil ihr hier alles Mögliche finden könnt. Schon mal die zweite Kiste. Jawohl, und ein zweites Herzteil. Oh, da komme ich nicht weiter. Gut, da brauche ich wieder eine Fähigkeit. Versucht sich in diese grüne Säure zu fallen. Die haben keine Chance gegen uns. Ein gutes Luchador-Team. Jetzt ziehe ich auch gleich die Polo-Luchador-Rüstung an. Passt perfekt. So, dahinter muss ich. Gehe ich mal nach unten. Oder soll ich mal lieber nach rechts schauen? Oh, da geht's gar nicht weiter. Sorry, mein Fehler. Und die roten Stacheln sind hier, die auch nicht verlieren. Ja. Und nach jedem Laden, den ihr hier habt, habt ihr einen Speicherpunkt. Ja. Und immer schön ausweichen. Genau. Oh, in der Luft. Hopp. Nochmal. Arenen, hier gibt's auch noch nicht. Ah, diesmal schaffe ich es nicht. Hier gibt's auch noch eine Trophäe. Ich lasse mich jetzt mal besiegen. So. In diesen Arenen gibt es auch eine Trophäe, wenn ihr nicht getroffen werdet. Gibt's hier auch eine Trophäe, wenn ihr kein Leben verliert. Alle hopp. Jawohl. Jawohl. Ja. Genau diese Silbermünzen habe ich gemeint, die ihr dann kriegt, wenn ihr solche Arenen schafft. Schau ich mal, wie viel Geld ich habe, um mir eine neue Fähigkeit zu holen. Nein, habe ich noch nicht. Und zack, einmal durch und zack. Da komme ich noch nicht durch.
Statuen zerstören. Und dann lernt ihr eure neue Meister kennen, die Ziege. Yep. Komischer Typ. Steht auf böse hin. Irgendwie will er was von meiner Mutter, der Typ. Aber gut, und schon lernt man die erste Fähigkeit. Super. Zack, schon haben wir die erste Fähigkeit. Ihr werdet es dann sehen, rote Farbe, ne? Rote Balken. Zack. Zack. Immer wenn ihr so rot leuchtet, könnt ihr keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Noch mehr Gegner. Ah, in der Luft. So Leute, jetzt habe ich genug Geld. Oder auch nicht. Dann würde ich mal sagen, das war's wieder. Die ersten paar Minuten. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und like mich. Und viel Spaß noch.